Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in Kabin. Ja, kurz vor der 30. Welle. Giants und so, alles wird bedient. Schocker eher noch nicht. Wir werden jetzt nochmal schnell los. Ein bisschen Größe sammeln. Dann kann ich nämlich auch noch ein bisschen Munition herstellen. Ich glaube, das werde ich jetzt hier brauchen können. Und ich werde mich schön abreagieren jetzt an den Zombies. Weil gestern die Folge, die war schon ein bisschen... Die hatte schon einen kleinen Wurmstich. Bin schon ein bisschen... Naja. Geknickt. Drückt das jetzt nicht richtig aus. Ah, ich wollte gerade sagen, das wird ja immer weniger. Wie gesagt, wir sind unterwegs, wir haben den Panzer verloren, wir haben Munition verloren. Als ich zurückkam, waren die Dinger natürlich kaputt. Kein Strom. Beziehungsweise bloß drei Balken. Das wird also heute wieder eine kleine Reibungsfolge. Also, weil Reibung erzeugt Hitze und Hitze... Oh. Obwohl, wie gesagt, ich könnte eigentlich auch ein bisschen so Fahrrad fahren. Wenn ich nicht die Munition bräuchte. Ja, ist doch gut. Wie gesagt, dann müssen wir morgen nach der Horde, oder beziehungsweise ich weiß ja nicht, wie lange das dauert hier, auf jeden Fall los, ganz viel hier Kupfer sammeln. Autoteile. Alter, dann muss ich die ganzen Kisten nochmal neu bauen, wa? Das ist nämlich hoch, alles weg. Also. Ich weiß nicht. Und das Dumme ist, wie gesagt, also, die ganze Dumme toppt die ganze Sache noch, weil ich das gestern nie auf Quicksave abgespeichert hatte. Also, dass der Panzer kaputt gegangen ist. Sondern auf Automatik speichern. Und wie gesagt, Automatik speichert automatisch. Das heißt, der hatte gestern noch überschrieben gehabt. Und mein Safe Game war für ein Popis. So ein bisschen. Also, das war gestern eines der teuersten Bücher, sagen wir mal so. Das trifft die Nagel auf den Kopf. Oh, guck mal, wie sie spielen. Na, wie sie acht, also. Das alles jetzt wieder zu kompensieren, das wird hart. Das wird richtig hart. Wie gesagt, den Panzer hatte ich ja noch nicht mal richtig leer gemacht. Na, da fehlt ja auch noch Zeug. Hey, das Eisen ist wieder respawned. Vielleicht kriege ich ja noch nebenbei ein bisschen Kupfer. Also, was soll noch passieren? Also, der richtige, wie sagt man immer, Abpack. Wer jetzt noch, wenn die Giants kommen, dann muss man die Hütte auseinanderreißen. Ich glaube, dann werde das erste Mal, dass ich nicht die 40. Folge mache. Welle. Ist aber bloß eine kleine, wa? Also ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt noch keinen mit funzelnden Augen gesehen. Außer jetzt hier den Dulli da. Ich glaube, das war bloß jetzt gerade so nebenbei. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, siehst du, und gestern ist mir ja auch nochmal der Blitz. Also, für euch gestern, aber für mich vor ein paar Minütchen mir auch nochmal der PC abgeschmiert. Das hatten wir ja auch noch, stimmt ja. Start. Noch nicht alle Tage Abend. So, Funze anmachen, wie gesagt. Also, vielleicht noch eins, wie guckt man ihn bei? Wie gesagt, Raketen und so sind wir eigentlich fertig. Bolzen. Ja, gut, haben wir auch noch ein, zwei Stück. Das kann man auch noch machen. Ach so, ich muss ja auch unten nochmal nachfüllen, wa? Gut, dann muss ich ein bisschen mehr sammeln. Weil, wie gesagt, unten hat man noch die Standardmunition, die ist ja ausgelogen gewesen. Da muss ja auch noch Munition drin, stimmt ja. Die hatte ich jetzt ja nicht in meinem Gedächtnis gehabt. Hab ich ausgeblendet.
ja. Wie gesagt, das sind mal so eine kleinen Sachen, über die man dann später hinauswachsen kann. Und wie gesagt, ich bin ja gestern nie gestorben. Da kommen die nächsten AOPs. War nicht mit leuchtenden Augen. Oder? Jetzt schon. Jetzt ist es Zeit zum Verschwinden. Oder beziehungsweise den irgendwie vorher wegzulassen. Aber mit drei Schuss. Boah, Alter, das sind zwei. Das sind zwei so eine Hassis. Ich hasse die. Naja. Nein. Könntest mal, ja gut, wenn die rennen, also vergiftet ist, dann kann sie nicht rennen. Dankeschön. Mal so nicht. Könntest du dir mal um die kümmern, da die hinter mir sind? Weil die sind nicht scheiße. Alter, ich hab noch gesagt, so, weißt du, sterben und so ist kacke. Muss ich denn immer den Teufel an der Wand malen? Ich geh nach Hause. Die mögen mich alle nicht. Oh, dafür schieße ich ihn in den Kopf. Vielleicht ist er dadurch jetzt Akku und greift jetzt die an. Glaube eher nicht. Es ist jetzt ja schon die dritte Laufhorde. Also seit gestern, also seitdem wir unterwegs sind. Und wie gesagt, das kostet alles Kupfer. Ja, wie gesagt, ich muss ja auch die Munition herstellen. Ohne Munition gehen rumballern und so. Und ich wollte eigentlich auch noch irgendwann ins Schneebiom. Da fehlt mir aber der Kaffee. Nicht mit den Kotzen. Und ich bräuchte die Verbindung. Aber gut. Was wollte ich gerade sagen? Buggy die Bug oder was? Nee. Dann muss ich das nochmal anschalten. Ich werde hier belagert. Na gut. Ist ja auch ein Belagerungsspiel, wa? Ich glaube, das müsste eigentlich reichen, oder? So, warten Sie mal, den kann ich eigentlich gleich mal nach vorne gehen. Na? Ja, ja doch. Gehen zwei kommen noch. Achso, das ist so ein Ballerdude. Warten Sie mal kurz. Ich muss noch mal kurz hier ballert werden, also hier gestampft werden. Gut. Ich weiß nicht, was ich heute dem Spiel getan habe. Aber es mag mich heute nicht. Das ist schon mal sicher. Das heißt aber auch nicht, dass ich das mögen muss heute. Das sehe ich nicht ein. Naja gut, nehme ich das raus und mache die hier drin. Da habe ich wenigstens 200 Schuss drin. Das sollte doch ein bisschen besser sein. So, der Benzin habe ich nicht. Moment mal, ich habe ja eigentlich rein theoretisch. Aber da ist der theoretisch. Natürlich habe ich noch die Batterien. Die kann ich auseinandernehmen. Dann kann ich wenigstens die ganze Schütte nochmal laden. So, achso, die Kids brauche ich auch. Aber wenigstens einen Stapel. Das sollte erstmal genügen. Keine Ahnung. Also irgendwie läuft doch alles schief. Nicht bloß noch Türen los, dem so ja Panzer. Munitionslos. Ja, ja, hilft das stimmt nicht. Aber wie gesagt, ich finde, dass die Panzer viel zu schnell kaputt gehen. Bei Zombies. Das ist viel zu schnell.
Oh, Junge, Junge, nee. Gut. Also noch ein bisschen Munition für uns. Bitte, danke. Gut, 13. Hab ich hier? Ja, hier hab ich noch. Hä? Ich hab das doch aus... Kasse, das... Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe gedrückt, dass er das auseinandernehmen soll. Anscheinend nicht. Ey, gut, jetzt weiß ich nicht, ob ich geschwund habe. Boah, Alter. Junge, Junge, nee. Ich hasse den Reizhusten. So, ist das ein? Nee, gut, ich gucke auseinandernehmen, gibt nicht so viel. Achso, ich kann ja auch nur Eisen herstellen. Davon habe ich ja noch ein, zwei Sachen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen Eisen herstellen. Mein Inventar ist voll. Ist nicht so Müll. Gut. Täten wir das auch geklärt haben. Wo Sturmgewehr. Nochmal 7 Uhr oben drauf. Gut. Diesmal bloß 300 Schuss. Aber ich hab das getan, was ich konnte. Mehr war nie drin. Die hatten ja alle was gegen uns. Die Schweine. Langsam mal, habe ich jetzt auch das ganze Fell verloren? Glaube, ganze Fell ist auch weg. Die gesammelte Täten haben. Na, das ist jetzt auch ein bisschen. Also, das habe ich vorhin noch nie so gerafft gehabt. Dass das auch weg ist. Naja, gut. Es ist explodiert. Du hast Schwund. Nicht die besten Voraussetzungen. Weil jetzt von der Höhe her habe ich jetzt. Dass die Türme schon wieder fertig sind, was ja nicht sein kann. Das wäre ein bisschen schnell. Wenn ich mich dann umdrehe, dann sind sie wieder an. Ja, ja. Ist da? Hab ich das nie gesagt? So, die. Ja, doch, die könnte ich ja jetzt auch umfüllen schon. Das sollte ja auch ergänzt werden. Oder ausgetauscht. Mit den Strom, das ist kacke gewesen. Naja, gut. Ist mehr als letztes Mal. Das wird so eine knappe Kiste. Obwohl, gut. Von Aufbau her ist das eigentlich. Haben wir eigentlich genug drin. Munition und so. Wir haben ja auch noch Munition. Das funktioniert. Was? Den Moog mal schnell ab. Wie gesagt. Wenn du müsstest eigentlich hier rankommen. Sollte eigentlich möglich sein, sowas zu bekommen. Ich mich näher an. Abspeichern. Wolltest du das von hinten rein? Jetzt kommen natürlich Hunze und Kunze.
Schnappst du dir so wieder. Nicht mit mir. Alter, das sind zwei. Ey, krieg eine Krise. Ja, die kommen auch noch dazu. Einfach mal ein bisschen Bewegung drin bringen hier in der Sache. Ich wollte doch bloß ein paar Autos, hey. Das ist doch nicht so verkehrt. Alter, ich hab das überlegt mit meinem Messer. Kann man auch mal machen. Sache cleared. Um 22 Uhr. Naja. Naja, zum Glück ist es mir hier nicht drin passiert. Das wäre maximal bescheiden. Ihr werdet mir vorstellen, die wären hier drin gekommen. So erschienen. Maximal unangenehm. Hier nicht drin. Kacke. Muss nicht. Und dann mach doch mal schnell den Kopf kürzer und dann sind gut. Ist doch irgendwann möglich sein, hier diese scheiß Ding zu kreieren. Die zwei Autos stehen ja hier. Ja, ja. Ach, ja. Immer noch nicht. 22 Uhr, Alter. Leider nicht das, was ich haben wollte. Ah, da hinten ist ein Jeep. Bei Jeeps würde ich mal sagen, besteht die Möglichkeit, dass wir das kriegen. So, da bin ich auch wieder. Also, ich bin jetzt in der Garage nochmal durchgepäst. Ich wollte die zwei Teile schon zusammen suchen. Leider bin ich hier am Rumschrauben und ich finde die nicht. Und wir haben jetzt 23 Uhr. Noch eins, wie gesagt, kann ich abschrauben. Aber dann ist schon Feierabend. Alter, das ist ganz schön anstrengend hier. Hier sind ganz schön viele Zombies unterwegs. Und im Dunkeln ist gut munkeln. Bleib mal so. Einen Besuch hatte ich auch zwischendurch die zwei Mal gehabt. Und damit meinte ich nicht hier diesen Rombo. Diesen kleinen Kacker. Na, ich hab mir gedacht, hier hinten. Wie gesagt, wie, genauso wie letzte Mal. Ah, da haben wir sie. Jetzt haben wir alle Bede. Also jetzt schnell nach Hause. Alter, kurz vor dem Schiss, Alter. Naja, warum denn nicht? Was soll denn schief gehen?
Hauptsache, ich habe die zwei Teile. Freut mich bloß noch, die Motoren zusammenzimmern. Ne? Ein bisschen Kupfer habe ich jetzt auch schon wieder zusammengekriegt dadurch. So, kriegen wir unseren Panzer wieder zusammen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Nicht schlafen können. Und schon ja nicht die Horde machen können. So, jetzt aber ganz schnell nach Hause. Alter, Verhälter. Mal sagen. Könnte so ja möglich sein, dass wir mit der Horde nach Hause rennen. Naja, ich hab's eigentlich auch so gedacht. Naja, was soll's. Kannst du mal machen. Zu Hause sind mir zu langweilig, habe ich mir gedacht. Jeder ins Parkhaus rennen. Ja, ja. Auf der letzten Sekunde. Ja, ja, du mich auch. So, Welle hat begonnen. Ich glaube, das wird jetzt zur Zeit, das alles anzuschalten. Wie viele. Ja, ja, gut, die Batterie ist fast voll. Ist jetzt mehr als ich. Also, da hatte ich echt Glück gehabt. So. An das Ding. Na, dann kicken wir mal, wa? 400 Schuss. Wird hier noch nicht mal weggeräumt. Ah ja, gut. Von wo kommen sie denn? Ach, da sammeln sie sich schon. Da hinten. Naja, jedenfalls brauchen wir für die ersten nie so lange warten. Und sie kommen angeschissen. Denn sie wissen, sie werden sterben. Alter, mein Ohr juckt jetzt. Sehr, sehr ungünstig. Ich habe erst gedacht, dass ich das Kupfer benutze für Munition, also. Was wahrscheinlich ja nicht so verkehrt wäre. Glaube. Erstmal kurz die Münzen auseinandernehmen. So in der Richtung, das kann ja nicht schaden. Achso. Gut, nicht so gut, meinte ich. Warten Sie mal, ich mach mal. Schocken technischerweise will an. Vielleicht machen wir das nachher. Noch mal ein bisschen Munition nach. Schieben. Genau, macht sie kaputt. Ui. Das sind aber sehr, sehr viele. Hey, du bist ja schon durch. Wie bist du denn hier durchgekommen? Ich habe gedacht, ich hab's in den Augen. Ich hab's im Blickfeld, habe ich gedacht. Da ist gerade ein Fuß geflogen. Ah, er kommt. Er kommt durch. Volle Flammi. Bringt ihm bloß nichts, weil er wird sterben. Genau. Na, warte mal. So einzelne Dudes kann ich ja eigentlich so machen, ne? Ah, so rollt der Kopf. Ich gehe mal davon aus, dass nicht der letzte Kopf wird sein, der so mal durch die Gegend kullert. Ah, wenn die hier vorne so... Da ist ein neuer Dude. Da. Der Funzelmann und Söhne. Nee, darauf bin ich nicht vorbereitet. Der muss gleich sterben. Da ist er. Das ist der letzte neue Dude. Dudet der Not. Was ist denn da los? Die sind gerade da explodiert. Ich glaube, das war einfach bloß so. So ein Dude. Der wurde abgeknallt und zack, bums und ist explodiert. So. Wird das wohl gewesen sein? Da hinten ist natürlich Blitze. Also stromtechnischerweise. Eieieiei. Wie gesagt. Aus der Ding. Strom sparen. Was hat mir denn dieser Angriff gekostet? Kann ich ja erstmal reparieren, wa? Ah, da kommen sie schon. Da ist irgendwas unterwegs. Nee, ich will das nicht abreißen, ich will das ja reparieren. Kann ich das von hier aus sehen? Nicht wirklich, von da kommen sie nicht. Da ist aber auch nicht. Und wo ist denn jetzt die Sammlung?
vielleicht? Oder vielleicht... Naja, gut, von da können sie natürlich hochkommen, ne? Ganz mutig, wa? Gehen wir mal nach vorne. Scheiß schon mal wegräumen. Den sie je gemacht haben. Ja, wenn du immer so eine Dudes hast, die ein bisschen leuchten, dann weißt du wenigstens, von wo die kommen oder so. Oder kommen könnten. Aber erstmal sehe ich nichts. Oh, hinter mir ist was. Ach, das ist schon so. Gut. Ich habe jetzt gedacht, das ist bloß so ein normaler Zombie. Nee, nee, das ist nicht. Achso, das ist die Fackel. Ich wollte gerade sagen, was brennt denn hinter mir? Ah ja. Du wirst ja noch rechtzeitig losbacken. Ja, du passt. Wenn ich das immer hoch und runter mache, passt das schon. Ja, ja. Oh, oh. Oh, oh. Es ist 1 Uhr. Das bedeutet, der hohe Besuch ist da. Also gleich da. Gut, speichern nochmal schnell ab. Oh, gut, dann werden wir den wenigstens sehen, den hohen Besuch. Also hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass er sich will, er da hinten irgendwie verbacken tut. Da hinten ist er. Da hinten kommt da will er. Hat ja letztes Mal so gut funktioniert. Gut. Mich würde interessieren, wenn ich den Schocker hier wirklich hier an der Ecke hinbaue. Also der wird ja ganz normal, Zombies wird er ja wegreißen. Ohne Probleme. Aber so ein Giant, wenn der hier vorbeikommt, tut, kriegt er ja auch schön Schaden. Mal. Also müsste eigentlich... Also rein theoretisch. Alter, das wird Munition kosten. Ist der, den treffen tut? Da ist er. Oh, schieß mal. Der verklemmt sich hinten am Zaun. Ist der doof. Der kommt doch da ja nicht rüber. Jetzt noch in den Haus rin. Na, du willst mich doch verarschen, oder? Gut. Er wird da nicht aggro. Wenn das zu weit weg war. Zum Glück kann der das Haus nie beschädigen. Na, jetzt lüft er da rum. Da spawnen die nächsten. Ich kann mir auch vorstellen, dass er von da kommt. Kommt er erstmal hier rumgepiest. Los! Drehe er sich! Der weiß ja nicht, wohin sich drehen soll. Doch jetzt. Genau. So soll das Sinn. Immer ruf auf Mutti. Oh, wo ist denn jetzt der andere Dude? Der müsste denn von da kommen, wa? Oh, da kommen die ersten Dudes. Machen wir hier schon wieder den Schocker an, wa? Schalt den schon mal scharf. Ja, und da kommt der nächste. Und er wird... Oh, ich Idiot. Warum mache ich denn sowas? Ich wollte den bloß sehen, ich Idiot. Reicht das nicht, wenn die sterben? Muss ich die sehen? Alter, der hat mich fast aus dem Leben gekloppt. Pass war knapp. Gut, aber die Giants sind tot. Die sind durch. Oh, da kommt schon wieder so ein Dude. Ah ja, der kommt bis durch. Ah ja. Oh, ah ja, ja, ja. Der wird ein bisschen geröstet. Rösti, rösti. Das sind zwei. Ist ja nicht, was die drauf haben. Gut, wenn die jetzt hier durchlaufen, genau, dann werden sie geröstet und werden sie geschockt. Aber er ist auch so gestorben.
Also ich müsste mir eigentlich hier so eine Mauer bauen, dass ich hier nicht langlaufe. Dass ich ja nicht auf die doofen Gedanken komme. Da ist der nächste Kandidat. Ist der jetzt hier schon? Könnte sein. Er rennt durch. Es könnte sein, dass er in eine Bude innen krepiert ist. Oder jetzt zerbröselt wurde. Ausmachen. Aus. Die Zeit nicht. Oh, und die Giants. Alle kann ja auch. Ne? Die kann auch aus. Die brauche ich jetzt nicht. Oh, dass die nicht vernünftig droppen lassen. Ist ja billig, wa? Also ich hätte jetzt gedacht, dass da richtig geiler Stuff ist. Ich habe nur einen Balken. Naja. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter da hinzu. Also auf der Schnelle. Na gut, aber den Rest schaffen wir schon. Ich habe bis jetzt noch keine Munition verbraucht, wa? Also. Mal so nebenbei. So nebenbei, ich habe auch noch nie dran gedacht. Ich hatte ja auch gesagt, ihr habt, dass ich so langsam mal die werden müsste. Aber ich hatte irgendwie ganz andere Sachen im Kopf. So ein bisschen. So ein ganz kleine Bisse. Andere Sachen im Kopf. Die kommt schon wieder von da hinten. Das ist gut. Oh, jetzt mache ich das wieder einen Chase drauf. Oder? Ich warte, bis die richtig ankommt. Jede Sekunde zählt. Das muss auf der Sekunde genau sein. Erst wenn der große Schuss an die Schissen kommt. Und der große Schuss. Ich sag einfach mal ja. Oh. So. Und schön mit dem Arsch an der Wand. Immer schön. Immer schön. Ja, das ist die Niveaugrenze. Na, reicht das noch für immer oder? Na, einer ist. Einer geht noch rein. Hey, einer. Und das war dann aber auch gewesen. Ja, das war's. Mit den Geschockten. Schockt sein. Jetzt muss ich die schocken. Aber das soll möglich sein. Ich habe ja Munition gespart. Oh. Also mal mehr konzentrieren. Da einer durchlaufen tut. Da kommt der. Also die krabbeln immer unten durch, habe ich das Gefühl. Also. Die sind noch nie so. Weiter. Jetzt auch mal überlegen, ob ich da auch noch ein paar Fallen hinstelle. In der Kabuze. Weil wie gesagt, die funktionieren ja bloß, wenn Dudes hier durchrennen. Und da sollte mir hier das egal sein. Ob die sterben oder nicht. Also nicht egal. Also, dass sie nicht. Also, die sollen ja sterben. Also. Nicht wahr? Ich glaube, das sind die letzten. Wie gesagt, die Dudes. Ja, die halten schon ein paar Sachen mehr aus, wa? Also, wie gesagt, hier kommen ja auch noch Fallen hin. Und dann werden ja noch eine Fallen nach oben gestapelt. Wir haben es hier geschafft. Und für das bisschen Strom hat es sehr, sehr lange gehalten. Bis kurz vor Feierabend, würde ich sagen. Jo. Dann machen wir hier aus. Wir machen das aus. Schön. Das sind die neuen, anderen neuen. Das sind die letzten. Die Cyber-Krieger. Na gut. Also um diesen, bei dieser Umstände hat das doch eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, finde ich. Und wie gesagt, es kommen noch 2, 3 Fallen hinzu. Also eigentlich sollte das ja kein Problem mehr für uns denn sein. Okay, was da? Wow, Schuhe. Das ist genau das, was ich haben wollte. Keine neuen Waffen oder so. Geiler Stuff oder so, ein Schwert oder so. Nee, das will ja keiner. Sehr ekelhaft. Warum sollte man sowas wollen? Ja,
Wisst ihr was? Ihr sagt, wir sind hart in Nehm. Uns kann nichts mehr schockieren. Also, das heißt, in der nächsten Folge werden wir Motoren bauen und Panzer. Genau. Dann werden wir mal kicken. So wie gesagt, entweder baue ich da irgendwie eine Balliste oder sonst irgendwas drauf. Der ist ja schön und gut, aber wie gesagt, also, dann muss ich erst anhalten, dann muss ich da hochrufen, Dach und dann muss ich mit den Schalter und so, muss ich noch überlegen. Vielleicht kann ich auch an der Seite noch vielleicht so eine Wand ranzimmern oder so. Und dann so ein Schalter, dass ich bloß seitlich oder so, aber muss ich mir noch überlegen. Muss ich mir überlegen. Also eine kleine, fahrbare Festung hier hinstellen. Naja. Gut, Leute. Das war's für heute gewesen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen nicht vergessen und ich bin dann erstmal raus. Tschüss.